Ja, hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute möchte ich euch mal das Distributivsetzgesetz erklären. Damit kann man im Prinzip beschreiben, wie man ganz einfach ausklammern kann. Das wird dann später zum Beispiel auch für die binomischen Formeln wichtig sein und generell eben für die alles, was mit Gleichungen zu tun hat, also das wird man dann noch 100.000 Mal brauchen ungefähr. Wenn man aber das Grundprinzip verstanden hat, ist es im Prinzip ganz einfach. Ich habe mal so eine Grundformel hingeschrieben, a mal Klammern b plus c, und das wollen wir jetzt im Prinzip ausklammern. Das heißt also, wir müssen a mit b multiplizieren und a mit c multiplizieren. Das Vorzeichen ist natürlich immer wichtig bei allen dreien. Das muss dann mitgenommen und beachtet werden. Und das Gesetz sagt eben auch noch, dass ich das eben auch vertauschen kann. Das heißt, in welcher Reihenfolge ich das mache, ist völlig egal. Das heißt, es wird später auch Gleichungen geben oder Formeln geben, wo es zwei, drei, vier solche Klammern gibt. Und da kann man natürlich nacheinander das auflösen, wie man eben möchte. Ich schreibe zum Beispiel mal ein kleines Beispiel dazu hin. Ich nehme einfach mal die zweite binomische Formel, da kann man die sich schon mal anschauen. So, a minus b mal a minus b. Das ist schon ein bisschen schwieriger wie oben, aber wie gesagt, das Prinzip ist gleich. Das heißt, ich muss das a mit den beiden multiplizieren und dann das b mit beiden multiplizieren. Oder in umgekehrter Reihenfolge oder auch so rum. Wie gesagt, das kommt am Ende immer aufs Gleiche hinaus. Das heißt, ich fange jetzt mal mit diesem a an. Ganz klassisch, das und das und dann das mal das. Das heißt, plus a mal plus a ist gleich a Quadrat. Dann habe ich a mal minus b. Das heißt, ich habe minus ab, da ja plus a mal minus b minus ist. Und jetzt mache ich im Prinzip hier weiter, da ich die ersten zwei schon fertig habe. Jetzt mache ich weiter mit dem minus b mal a, habe ich auch wieder ein Minus davor. Da das ja im Prinzip das gleiche wie das ist, schreibe ich das auch so hin. AB, das heißt minus AB. Und dann mache ich das noch mit dem letzten Wert, das heißt minus B mal minus B ist ja dann plus B, aber Quadrat. Mal B ist ja B Quadrat. Und das war es eigentlich auch schon dazu gewesen. Wie gesagt, wer es vielleicht erkennt, das ist die zweite binomische Formel. Und die kann ich jetzt natürlich noch etwas zusammenfassen. A Quadrat minus, dadurch ich ja minus AB habe, ist das das gleiche wie minus 2 mal AB plus B Quadrat. Und das ist im Prinzip die zweite binomische Formel. Und aber eben erklärt man an dem Distributivgesetz. Mehr ist es eigentlich nicht. Wenn man das Prinzip verstanden hat, ist es eigentlich auch ganz einfach. Ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen helfen und Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.